Feuer schummelig. Das Bier ist da. Herr Schummelig! Was ist denn? Euer Kleinschmied. Ist er wieder besoffen? Weiß nicht. Mal nachsehen, vielleicht schläft er noch. Hey! Tatsächlich. War wohl eine lange Nacht. Oh, ist er wieder besoffen. Auch mit dem Kissen auf dem Gesicht? Ein Besoffener schläft, wie er will. Vielleicht hat ihn der Schlag getroffen. Sie machen vielleicht Vizemeister. Da vorne an der Ecke ist eine Telefonzelle. Wenn Sie wollen, können Sie eine Funkstreife anrufen. Funkstreife? Meinen Sie etwa, der ist tot? Weiß ich doch nicht. Das haben ja Sie gesagt. Ich? Wiederschauen. Der Mann war völlig betrunken. Es war ein Kinderspiel, ihn zu ersticken. Was haben wir, Helga? Ja, also der Mann heißt Josef Schubelig, 52 Jahre alt, Maurer von Beruf. Er ist verheiratet und er hat eine Tochter namens Inge. Und von beiden keine Spur. Ja, aber das zweite Bett hier draußen ist benutzt worden. Und zwar heute Nacht. Wahrscheinlich von einer der beiden Frauen, die verschwunden sind. Was ist, kann der Tote raus? Ja, bitte. Ich sag Bescheid. Das alles? Ja? Ja, das ist alles. Bedingt arbeitsfähig. Also, ich habe überall rumgehört, Chef. Ja? Dieser Schubelig hatte keinen besonders guten Ruf. Trinker, Schläger. Einer, mit dem keiner was zu tun haben wollte. Na, ich habe mir ja sowas Ähnliches gedacht. Wieso? Wenn jemand so wohnt wie der hier. Tja, Harry, du bist ja älter, als ich dachte. Wieso denn? Na, du hast ja die Vorurteile von uns. Wie jemand wohnt, hat nicht unbedingt was zu sagen. Kommen Sie doch gleich mit rein, Herr Kleinschmidt. Gibt auch glückliche Zigeuner. So, das ist der Nachbar, Herr Kleinschmidt. Ja. Gibt ein ziemlich übles Bild von dem Toten. Naja, man muss ja schließlich die Wahrheit sagen, Herr Kommissar. Ja. Also, dieser Mann hat nichts getaugt. Aha, und wie soll ich das verstehen? Zunächst mal. Warten Sie einen kleinen Moment. Ja, kommen Sie bitte durch. Zunächst mal war ein notorischer Säufer. Ein Alkoholiker. Ja, und das ganz schwer. Sie wissen, dass das eine Krankheit ist. Ja. Also, wie meinen Sie das? Ich verstehe nicht ganz. Sie sagten, er taugt nichts. Das ist ein Urteil über seinen Charakter. Ja. Ach so, ja. Bitte kommen Sie durch. Wir sprachen vom Charakter. Ja, wieso? Das meine ich ja. Den hat er nicht gehabt. Getobt, rumgeschlagen. Wir wohnen da ja nebenan, da haben wir eine Menge mitgekriegt, was da los war manchmal. Also, ein solcher Nachbar, wissen Sie, Herr Kommissar, das ist schon was. In gewisser Hinsicht sind wir jetzt beinahe erleichtert, meine Frau und ich. Ich meine, Sie müssen das richtig verstehen. Da ist ein Mensch umgekommen, ermordet. Und Sie sprechen von Erleichterung. Naja, so meine ich das ja nicht. Tut mir leid, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Wo ist denn eigentlich Frau Schubelig? Frau Schubelig, die wohnt schon lange nicht mehr hier. Die ist ausgezogen, weil ihr Mann hat sie doch geprügelt und so weiter und lasse weg. Sie ist Kellnerin in einem Bierlokal und dort wohnt sie auch. Und die Tochter? Inge, ach die kleine Schubelig, ja. Die wohnt hier. Sowas kannst du doch nicht sagen. Wieso? Sei du doch still. Was ist denn mit der? Die war auch wochenlang weg. Die hat irgendwo gewohnt. Ja, wo denn? Keine Ahnung. Die ist Verkäuferin. Bei dem ist doch keiner lange geblieben. Ja, die hat da auch aufgeprügelt.
Und wo ist sie beschäftigt? Weißt du wo? Wo genau, weiß ich auch nicht. Jedenfalls Inge wäre ja verrückt, wenn sie bei dem Alten hier wohnen würde. Nur wenn er mal kein Geld hatte, dann war er nüchtern. Nee, aber hier hat er heute Nacht jemand geschlafen. Also wahrscheinlich die kleine Schuhe gelegt. Nein. Wieso sind Sie so sicher? Ach, die bringt doch ihren Vater nicht um. Ja, nur weil sie hier geschlafen hat, deshalb muss sie ja ihren Vater nicht umbringen. Außerdem hat er ja nie allein gesoffen. Ja, das stimmt. Seine Kumpels, die hat er immer mit nach Hause gebracht. Wir haben dann da rumgelegen auf dem Boden und hier im Bett, wenn schon eins da ist. Aber gestern Abend kam Schubelik allein nach Haus. Zwar betrunken, aber allein. Um wie viel Uhr denn? Also gegen 12? Wer hat ihn denn da gesehen? Jemand, der seinen Hund rausgebracht hat. Der Wilke? Wissen Sie, wie kurzsichtig der ist? Der hat eine Brille mit 8 Dioptrien. Der ist fast blind. Er hat höchstens was gehört. An Ohren hat er gute. Was kann er denn gehört haben? Na, sicherlich hat er den Schubelik grölen gehört, aber ob der allein gegangen ist, das weiß der bestimmt nicht. Ja, er hat's in der Hand. Was machen Sie eigentlich beruflich? Oh, immer noch Elektriker. Wollen Sie nicht bei der Polizei eintreten? Das kann ich mir ja noch mal überlegen. Was ich noch sagen wollte, Inge Schubelik war nicht da. Ja, noch mal schönsten Dank. Kann ich aufgehen? Ja, ja. Was hältst du denn von dem Jungen? Tja, ich weiß nicht recht. Komm, wir gehen raus, ja, in die frische Luft. Ja. Ja, Helga, ich hatte dich was gefragt. Tja, ich glaube, der hat was übrig für die kleine Schubelik. Und den Alten hasst er wie die Pest. Sieht ganz so aus. Ach, Herr Kleinschmidt. Der junge Herr Kleinschmidt, kommen Sie doch noch mal her. Sie kennen doch die kleine Schubelik näher. Ja, ich wohne ja fast nebenan. Was wissen Sie über sie und wie sieht sie aus? Also ich soll sie beschreiben, ja? Ja, das meine ich damit. Na, 17 ist sie, nicht groß und geht mir ungefähr bis hier. Warum wollen Sie denn das wissen? Ja, das ist die Eigenart meiner Dienststelle, die ist neugierig. Ja, ansonsten ist sie klein und schmal, so klein und schmal, dass sie hat ja kaum was zu fressen gekriegt bei dem Alten. Tja. Sonst alles normal, nichts Auffälliges. Ja, Haare, Augen? Ja, blond, graue Augen. Nee, nee, bisschen grün. Nee, grau kann man nicht sagen. Ist sie hübsch? Hübsch? Ich meine, die kleine Schubelik. Ja, ja, hübsch, ja. Bisschen blass. Ja, die war immer blass, so wie die hier behandelt wurde. Ist noch was? Nein, nein, danke, es ist in Ordnung. Also, Chef. Ja? Die beiden Saufbrüder vom Schubelik, die haben wir jetzt. Die wohnen und arbeiten hier ganz in der Nähe. Na, wunderbar, dann kümmere dich weiter darum, ja? Mhm. Wiedersehen, Helga. Wiedersehen. Pass auf, ich habe hier die Personalien, die kannst du schon mal zu den Akten legen. Wo willst du noch hin? Ah. Na, Ari, was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir dem nach. Du sagst es. Sind Sie ja. Wie kommen Sie denn hierher? Darf ich? Naja, das unbedingt sein muss. Inge, dreh dich mal um, hier ist Polizei. Polizei? Na, ich hab dir doch erzählt, dass gleich Polizei gekommen ist. Sie sind Fräulein Schubelik, nehme ich an. Hat Ihnen erzählt, dass Ihr Vater tot ist? Ermordet? Ja. Wo waren Sie heute Nacht? Sie war nicht zu Hause. Sie hat hier geschlafen, das sehen Sie doch. Ja, das hat sich nur keiner gefragt. Ach, der lässt sie doch hier hinten übernachten. Also waren Sie heute Nacht zu Hause? Ist noch ganz verstört. Sehen Sie das nicht? Sag schon nein. Nein. Sie steht noch unter Schock.
Jetzt können Sie doch nicht kommen und Sie einfach so fragen. Nein, können wir das nicht. Sie hat hier geschlafen. Ach, woher wissen Sie das? Na, von ihr. Jetzt hören Sie mal zu. Komm, lass Harry. Mein Schubelig, was ist das hier für ein Zimmer? Das ist doch nicht Ihr Zimmer. Das gehört einem Tschechen. Er heißt Blaha. Manchmal lässt er Sie hier übernachten. Stimmt das? Da Sie hier so gut Bescheid wissen, junger Mann, können Sie mir vielleicht auch sagen, wo Herr Blaha beschäftigt ist? Gegenüber an der Holzhandlung. Er ist nicht da. Ich glaube, er ist auf Urlaub. Auf Urlaub? Das ist interessant. Auf Urlaub und dann hat er seinen besten Anzug hier gelassen, ja? Was weiß ich denn, was der anzieht? Fragen sind das. Fräulein Schubelig, schauen Sie mich doch mal an. Haben Sie Ihrem Vater das Kopfkissen aufs Gesicht gedrückt? Na, hören Sie mal! Wie können Sie Ihnen das sagen? Sie war das doch nicht! Da wollen wir doch mal hören, was sie selbst sagt, ne? Sag nein. Nein. Tja, damit ist die Sache erledigt. Sehen Sie, so einfach ist das. Komm, Harry. Was ist denn da mit dem Kaffee? Ich kann ja nicht zaubern. Muss ja erst durchlaufen. Na und weiter? Sag ich ja. Wir haben gesoffen. Schubelig und ich und der Willi Pönig. Wir waren ziemlich voll. Denn wenn wir einmal anfangen, dann wird da was draus. Wir trinken ja nicht aus Fingerhüten. Tja. So ist es ja nun auch nicht. Ich vertrage eine Menge. Nicht wahr, Irma? Ja, kann man sagen. Aber ich weiß immer, was ich tue. Das ist klar. Ja, wie war denn das nun gestern Abend? Wie das war? Wir haben einen Heidenspaß gehabt. Ja, wenn Sie immer so klar sehen, wie Sie sagen, dann werden Sie sicher auch wissen, was Sie dann gemacht haben. Ich meine, nachdem Sie die Kneipe verlassen haben, der Schubelig, der Pölig und Sie. Aber sicher. Der Pölig und ich, wir haben den Schubelig nach Hause gehen lassen. Sie haben ihn nicht begleitet? Nein. Das heißt also, Sie sind nicht mit ihm nach Hause gegangen? Muss ich alles zweimal sagen? Okay. Sie haben sich von Schubelig getrennt. Wo? Na, hier vor der Tür. Und Schubelig ist dann allein nach Hause gegangen. Konnte er denn überhaupt noch gehen? Also nach Hause kam er immer. Und wenn auf allen vieren. Naja, endlich. Entschuldigung, bitte. Da ist schon wieder eine Haut drin. Ich hab's ja, extra ist ja schon gut. Schreiben Sie das etwa alles auf, was ich sage? Ja, natürlich. Ja, können Sie ruhig machen. Klar. Toll. Wann sind Sie denn nun nach Hause gekommen? Ich meine, wie spät war es? Das werden Sie doch sicher wissen. Eins. Eins. Gerade um eins. Also nicht etwa um halb eins oder zehn vor eins oder fünf nach eins. Genau eins. Ja, das sage ich doch. Sag du doch, wie spät es war. Mir glaubt er ja nicht. Es war wirklich eins. Aha. Aufgeschrieben. Ja, natürlich. Ist ja mein Job. Sind wir dann endlich fertig? Ja, wir müssen jetzt zu Pölig rüber. Das ist ja gleich nebenan. Werden Sie kein Glück haben. Wieso? Der ist noch in der Werkstatt heute. Also, am Samstag arbeitet er? Ja, das ist gut. Aha, wo ist die Werkstatt? Ich zeig's Ihnen. Ja, es ist recht, wenn Sie uns sagen, wo es ist. Wieso? Lass ihn doch ruhig mitkommen. Ja, gut, kommen Sie. Ja, die steht.
So. Na, dann wollen wir mal. Was ist? Kommen Sie nicht mit? Ich komme nach, danke. Na, finden Sie ihn denn dahin? Ja, Ihre Frau wird mir es vielleicht schon erklären. Was haben Sie denn im Bein, Frau Klenze? Ich bin gefallen. Von einem Stuhl hier in der Wohnung. Dann nimmt er nicht besonders Rücksicht drauf, was? Sagen Sie, Frau Klenze. Ja? Haben Sie eigentlich sehr Angst vor Ihrem Mann? Angst? Wieso? Ich verstehe schon. Eine andere Frage. Kennen Sie eigentlich die kleine Schubelig? Die Inge? Ja. Natürlich kenne ich die. Was ist denn das für ein Mädchen? Alle, die in der Siedlung sind. Ja, was ist das für ein Mädchen? Ich weiß nicht. Na, ich meine, wie würden Sie sie schildern? Tut mir eigentlich leid. Es ist ein armes Mädchen. Danke, Frau Klenze. Was sollen Sie? War er das? Ja. Schatz, Kind Willi! Was ist mit dir los? Ich denke, du arbeitest. Na komm schon, wir kriegen Besuch. Schon Pfötchen. Guten Tag, Heines Kriminalpolizei. Herr Pöhl, ich habe eine Frage. Erinnern Sie sich an gestern Abend? Natürlich. Ja, die wollen wissen, ob wir noch bei Herr Schubelig waren. Und, waren wir doch nicht. Bitte sind Sie still. Na ja. Ich sage Ihnen nichts vor, wenn Sie das meinen. Schwören muss er ja selber. Schwören? Na, was denkst du denn? Sie haben zu dritt getrunken. Bis wann? Bis wann? Ja, bis wann? Menschenskind. Ich sagte, Sie sollen still sein. Bis eins? Na, was habe ich gesagt? Bis eins. Und dann? Na, Klenze, helfen Sie ihm doch. Sie reden doch so gern. Na, und dann? Dann haben wir die Schubelig nach Hause gehen lassen. Ja, und da war jemand, der ihm das Kissen auf das Gesicht gedrückt hat. Kissen? Weißt du, die denken nämlich, wir haben das getan. So ist es doch, nicht? Meinen Sie, das hätte ich nicht gemerkt? Da glauben Sie vielleicht, das hätte ich notwendig. Ein Kopfkissen? Sehen Sie den Nagel da? Ja, ja. Dann versuchen Sie mal, den rauszukriegen. Oh, bitte nach Ihnen. Ich brauche kein Kissen. Fabelhaft. Sind Sie mit der Nummer noch frei? Haben Sie das schon mal gesehen? Na, ehrlich nicht, ist eine dufte Toll. Nummer. Und Sie, Fräulein? Nein, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das macht doch so leicht keiner nach. Ja, das glaube ich Ihnen, ja. Also, vielen Dank. Was meint ihr? Ja, für mich haben die beiden Schubelig nach Hause gebracht. Und waren auch bei ihm in der Wohnung. Ja, das ist möglich. Was hältst denn du von dem Klenze? Also, ich habe Angst vor dem. Es gibt so den Typ, der einen anschaut und zieht einen gleichzeitig aus. Hallo. Ja, und so einer ist das. Wie kommt eigentlich so ein Muskelprotz zu so einer Frau? Eigentlich schade um die. Naja, ein komisches Gespann ist das wirklich. Ja, es gibt alles Mögliche. Vielleicht hat er den Nagel nur für dich rausgezogen. Komm, hör doch auf. Na, weiß man's?
Nein, nein, aber in etwas hat er bestimmt recht. Mit dem Kissen, sowas macht er nicht. Ja, wer denn sonst? Etwa die kleine Schubelig? Die ganze Sache könnte natürlich auch mit ihrem Liebhaber zusammenhängen. Wer soll denn das sein, der Jürgen Kleinschmidt? Nee, der Tscheche. Bei dem schläft sie ja. Herr Blaha? Ja? Kommst doch mal runter. Was ist denn? Was sind ein paar Herren für Sie? Sie sind der Blaha? Ja, jawohl, Josef Blaha. Wir sind von der Kriminalpolizei. Ja. Sie sprechen ja ein bisschen Deutsch, nicht wahr? Ja, ein bisschen, ja. Wenn Sie bitte nicht zu schnell sprechen wollen. Nein, nein, natürlich nicht. Herr Blaha, in Ihrem Zimmer schläft ein junges Mädchen. Ja. Kennen Sie sie? Bitte. Ja. Es ist Fräulein Schubelig. Ja, ja. Kann man sagen, dass Frau Schubelig bei Ihnen wohnt? Nein, nein, nein. Sie schläft nur manchmal da. Wo schlafen Sie dann? Ich? Ja, das ist ganz verschieden. Manchmal hier und anderswo. Es spielt keine Rolle. Irgendwo. Woher kennen Sie Fräulein Schubelig? Ja, wir gemeinsam Mittagstisch, Kantine. Ach so, da haben Sie sich miteinander bekannt gemacht. Und wie hat sich das fortgesetzt? Ich meine, haben Sie sich dann öfter getroffen? Ja. Sie haben sich also richtig mit dem Mädchen befreundet? Ja. Mögen Sie das Mädchen? Ja. Hat sie erzählt von zu Hause? Ja. Von ihrem Vater? Ja. Ein schlechter, ein sehr schlechter Mann. Wieso denn das? Schlecht behandelt das Mädchen. Seine Tochter, sehr schlecht. Wissen Sie eigentlich, warum wir Sie danach fragen? Nein, weiß ich nicht. Weil Schubelig tot ist. Er ist heute Nacht ermordet worden. Ja. Haben Sie das verstanden, Herr Blaha? Ja, ich habe verstanden. Und Sie haben nichts dazu zu sagen? Traurig. Wo haben Sie heute Nacht geschlafen, Herr Blaha? Heute? Ja, heute Nacht. Ich bin herumgegangen. Ich war auf dem Bahnhof. Die ganze Nacht? Nein. Und dann... Ich bin zu Hause. Heißt es, dass Sie zusammen mit der kleinen Schubelig in einem Zimmer geschlafen haben? Ja. Aber ich bin auf dem Boden gesessen. Ach, Sie haben auf dem Boden gesessen? Ja, in einer Ecke. Sehr gut schlafen so. Und wann kam vor der Schubelig? Um 11. Hat sie gesagt, warum sie kommt? Ja, sie sagte, ihr Vater habe heute Geld bekommen. Wenn er nach Hause kommt, wird er sicher betrunken sein. Er hat sie geschlagen. Geschlagen hat er sie. Er hat auf ihr mit dem Fissen getreten. Mal vor ein paar Minuten nicht greifbar. Was ist denn? Weil Polizei da ist. Mit meinem Mann ist was. Bitte schön. Ja, ein paar Minuten habe ich Zeit. Guten Tag. Guten Tag. Frau Schubelig, ich glaube, Sie werden etwas längere Zeit haben. Bitte nehmen Sie Platz. Ihr Mann ist heute Nacht gestorben. Bitte? Na, wenn der gestorben ist, dann sicher an Alkoholvergiftung. Nein, er ist ermordet worden. Ja, wie denn? Hat ihn einer erschlagen? Na, Streit hat er ja öfter gehabt. Nein, er ist umgebracht worden, während er betrunken in seinem Bett lag. Was? Ja, das ist richtig. Jemand hat ihn mit einem Kissen erstickt. Ja.
Kissen aufs Gesicht gedrückt. Ja, und wer war das? Ja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Das ist ja schrecklich. Mit einem Kissen? Wieso damit? Da muss einer ja viel Kraft haben. Nein, gar nicht mal. Dann ist er wohl noch friedlich gestorben, was? Entschuldigen. Sie haben vielleicht gedacht, Sie sehen hier eine trauernde Witwe. Damit kann ich Ihnen nicht dienen. Ja, nett, dass Sie zu mir kommen. Aber mir hätte es durchaus gereicht, wenn ich es aus der Zeitung erfahren hätte. Einen Moment mal, ich verstehe Sie nicht ganz, Frau Schubelig. Ich bin doch etwas sehr verwundert. Es war schließlich Ihr Mann. Sind Sie verheiratet? Nein. Dann sind Sie bloß froh. Ein Mensch war das nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Der nicht. Jetzt könnte ich einen Schnaps brauchen. Ich habe immer gedacht, er bringt mich im ganzen Leben nicht mehr aus der Ruhe. Frau Schubelig, Sie haben eine Tochter. Ja, die zieht mit einem Tschechen rum. Ach so? Tschechischen Freund hat sie. Was ist mit ihr? Die wohnt doch noch zu Hause. Bei ihrem Mann, bei dem sie es nicht ausgehalten haben. Na ja, und? Na, hören Sie mal, das ist doch immerhin noch ein Kind, wenn die bei ihrem Vater wohnt. Kind? 17 ist die. Was schauen Sie mich so an? Ist eine 17-Jährige ein Kind? Naja, Sie waren das vielleicht mit 17. Aber wenn Sie so aufwachsen wie die Inge, dann sind Sie mit 17 kein Kind mehr. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Nun, hat die Inge nur heute Nacht in der Wohnung ihres Vaters geschlafen? Die schläft doch bei dem Tschechen. Die ist längst nicht mehr zu Hause, auf keinen Fall. Schon gar nicht freitags, wenn er Geld kriegt. Nett, wie Sie das sagen. Er schläft bei dem Tschechen. Ja, wenn sie will. Soll ich hier da reinreden? Hören Sie mal, ich habe jahrelang, 15 Jahre lang habe ich reingeredet. In einen verrückten, versoffenen Mann reingeredet. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Ich habe nicht mehr wollen. Na also. Ich muss nämlich arbeiten. Frau Schubelig. Da ist doch was. Ja, wo waren Sie denn heute Nacht? Ich? Wollen Sie einmal mein Zimmer sehen, das ich hier habe? Schlaraffenmatratze, heißes Wasser, Badewanne. Sie waren also hier heute Nacht in Ihrem Zimmer? So ist es. Glauben Sie etwa, dass ich nach meiner Arbeit hier noch Besuche mache? Ach. Man kann's drehen und wenden, wie man will. Ich fürchte, es war die kleine Schubelig. Ich müsste mir mal wieder eine neue Klinge kaufen. Meinst du? Naja, wir haben ja schon alles aufgezählt, was gegen sie spricht. Hm. Die hat bestimmt da geschlafen. Das zweite Bett ist bestimmt von ihr benutzt worden. Außerdem versuchen zwei Leute uns unbedingt klarzumachen, dass sie nicht dort geschlafen hat. Ja, der Blah. Ja, und der junge Kleinschmidt. Ja, der junge Kleinschmidt mit solcher Eigensinnigkeit, dass man genau weiß, er lügt. Naja, und der Tscheche? Ich persönlich glaube auch, dass die kleine Schubelig gestern Nacht in einem Haus ihres Vaters geschlafen hat. Das Bild, das wir von dem alten Schubelig inzwischen haben, ist jedenfalls ziemlich trostlos. Ja, das kann man wohl sagen. Es könnte ja sehr gut sein, dass das Mädchen in ihrer Verzweiflung und weil sie es ganz einfach nicht mehr ertragen hat, ihrem Vater das Kopfkissen aufs Gesicht gedrückt hat. Nein, nein, du vergisst die Saufbrüder. Die waren ja dabei. Glaubst du, die haben zugesehen oder was? Jedenfalls wissen wir noch viel zu wenig. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir vor? Jetzt lachen Sie mich nicht aus, Chef, aber mit dem Klenze ist irgendwas. Das ist der, der immer Nägel mit der bloßen Hand aus der Wand zieht. Ob ich mal mit dem Mann reden könnte? Ich denke, du hast Angst vor ihm. Ja, sicher, aber ich habe das Gefühl, mit dem ist was. Naja, schön. Und du, Walter? Ich würde mir ganz gerne mal die Frau Klenze vornehmen. Ich bin nämlich sicher, die weiß, wo ihr Mann war in der Nacht.
Und du glaubst, die wird dir was erzählen? Niemals. Die kriegt doch von ihrem Mann schon zum Frühstück eins verpasst. Eben. Deshalb. Und was ist mit ihr, Robert? Ja, ich knüpfe mir den Kleinschmidt noch mal vor. Den Nachbarn. Und zwar den Alten und den Jungen. Und Sie, Chef? Ja, ich sagte ja schon, ich muss mir Klingen kaufen. Na, Harry? Immer am Ball. Die beiden sind da unten. Oh. Also, was hast du erlebt? Naja, er hat sich gleich freigenommen, ist dann zu sich nach Hause. Nach ein paar Minuten kamen beide wieder raus. Und seit der Zeit bin ich hinter denen her, wie der Auftrag lautet. Da hast du einen richtig schönen Tag gehabt. Mhm. Eigentlich komisch, die zwei. Wieso? Naja, der Altersunterschied. Wie meinst du, was meinst du? Er ist doch verknallt, ne Kleine. Der macht doch mit dir, was er will. Oh, vielleicht sucht sie eine Ansprache. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Tag. Tag. Bleiben Sie doch bitte sitzen, Freund Schubelig. Herr Blaha, ich hätte Sie da gerne noch was gefragt. Sie kommen doch aus der Tschechoslowakei. Ja. Zigarette? Ich bin so frei. Oh. Ja, behalten Sie es, danke. Wann ist denn Fräulein Schubelig heute Nacht zu Ihnen gekommen? Habe ich doch gesagt. Ja, Sie haben gesagt 11 Uhr. Ja. 11 Uhr. Ja, das glauben wir Ihnen nicht. Was? Wir glauben, dass Sie eine falsche Aussage gemacht haben. Aber Herr Kommissar, eine falsche... Aussage vor der Polizei in einem Mordfall. Aber habe ich gesagt Wahrheit? Inge war über Nacht bei mir im Zimmer. Habe ich gesessen in einer Ecke auf dem Boden, wissen Sie doch. Und habe gesehen, wie sie liegt und schläft. Aber Sie haben doch gesagt, Sie haben was gehört. Was denn? Lärm? Stimmen? Ja, ja, aber das habe ich von da drüben schon so oft gehört. Es geht nur um gestern Nacht. Soll ich etwa vor Gericht damit? Ja, natürlich. Willst du das? Nee. Also das... Aber Sie haben doch gesagt, Sie haben was gehört. Vielleicht doch was gesehen? Du hast nichts gehört, nichts gesehen! Hören Sie mal. Sie sollen nicht dauernd unterbrechen. Aber wenn er doch nichts gesehen hat! Und wenn ich doch habe? In der Dunkelheit. Also was haben Sie denn gesehen, Herr Kleinschmidt? Ich habe die kleine Schubelig ganz deutlich gesehen. Wenn du damit vor Gericht gehst, dann sage ich, mein Vater lügt. Und dann nimmt er es zurück. Ich muss Sie schon bitten, dass Sie am Montag noch mal vorbeikommen. Bitte, ja? Dankeschön. Bitte. Bitte. Aber sind Sie denn auch Polizistin? Ich denke, Sie schreiben nur so Stenografie und so. Ja, das auch. Mensch, eine Polizistin. Hast du gewusst, fühle ich, dass so Polizistinnen aussehen können? Nee. Das lass uns mal ein bisschen allein. Ja, ich hab sowieso. Mach drüben. Nicht wahr? Sie wollen doch allein mit mir sprechen. Ja, natürlich. Sagen Sie mal, was Sie eigentlich von mir wollen. Sie verhören doch nicht. Sie sind doch nur Tipps. Sie kommen mir doch nicht mit Fragen, oder? Warum sind Sie noch mal vorbeigekommen? Ich wollte Sie eben noch mal etwas fragen, nicht wahr? Wollte noch mal. Sehe, das finde ich prima. Wissen Sie, es gibt Weiber, die wissen gleich, was los ist. Mann dazu im Blick gar nicht. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Sagen Sie, das Saufen mit dem Schubelig und dem Pölig, macht Ihnen das denn überhaupt Spaß? Saufen gehört dazu. Wozu? Fangen Sie doch an zu fragen. Sie haben gesagt, das Saufen gehört dazu. Und ich frage, wozu? Da gibt's doch nur eine Sache. Auch für den Schubelig und für den Pölig? Es gibt immer Leute, die wollen, aber die können nicht. Dann ging's eigentlich gestern Abend gar nicht ums Saufen.
Hier geht es nie um das Saufen. Das ist nur eine Sache, mit der man sich in Fahrt bringt. Aber gestern noch nicht. Immer. Auch gestern. Hast du jetzt Zeit? Sind Sie verrückt? Sie haben sie wohl nicht alle. Verdammt, das wäre ein Ding, eine Polizistin. Dann gebt euch mal bloß nicht so prüde. Ihr seid auch nur ein Stück Mensch. Andererseits, wenn Sie nichts sagen wollen, dann geben Sie natürlich klar zu erkennen, dass Sie etwas sagen könnten. Ich kann mir schon vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Ich meine, mir kann es ja egal sein, wie Sie erleben. Aber auf die Dauer hält das kein Mensch aus. Da geht man kaputt. Und Sie sind nahe dran. Wissen Sie, als Kriminalbeamter, da sieht man eine ganze Menge Leute, die vor die Hunde gehen. Wollen Sie sich nicht doch noch wehren? Wie denn? Indem Sie ganz einfach nicht alles mitmachen, was Ihr Mann will. Sie haben zu mir gesagt, Ihr Mann ist gestern Nacht gleich nach Haus gekommen, um eins. Das nehme ich Ihnen leider nicht ab. Er zwingt Sie zu lügen. Und Sie tun es, weil er es will. Aber damit geben Sie ihm doch den Knüppel selber in die Hand, mit dem er Sie schlägt. Sie haben gut reden. Es hört sich ja alles sehr schön an, was Sie da sagen, aber es ist auch ein bisschen viel. Sie, eine Ahnung. Also okay, er war gestern Abend bei Schubelik. Er hat es mir selbst gesagt, dass er nach Haus kam, und zwar nicht eins, sondern drei. Frau Klenze, es hat keinen Sinn, wenn Sie jetzt aus einer spontanen Reaktion heraus oder vielleicht, weil Sie mich loswerden wollen, irgendwas sagen und morgen machen Sie einen Rückzieher. Also ich hab's Ihnen gesagt, machen Sie damit, was Sie wollen. Sagen Sie, die Tür da vorne, ist die nachts geschlossen? Ich meine, zu. No, Tür immer auf. Hier, viele schlafen, viele kommen. Sonst viele Schlüssel brauchen. Und wissen Sie, wann vergangene Nacht das deutsche Mädchen gekommen ist, um hier zu übernachten? Deutsche Mädchen? Ich will nichts wissen. Herr Chef, ich fürchte, bei dem kommen wir nicht durch. Ja, das glaube ich auch. Wo ist denn hier? Hier wohnt doch so ein Tscheche. Heißt Blaha. Ach, verzeihen Sie, Sie sind. Frau Schubelik. Aha. Warum? Polizei? Ja, ganz recht. Wollen Sie etwa zu meiner Tochter? Nein, aber ich habe den Eindruck, Sie wollen zu ihr. Ne? Als Mutter werde ich ja mal nach dem Rechten sehen dürfen, oder? Ja, selbstverständlich. Nur finde ich es ein bisschen spät, Frau Schubelik. Wieso? Ist sie verhaftet? Nein. Wo ist sie denn? Wo ist denn der Tscheche? Der hat sich freigenommen und auch ihre Tochter. Ja, und wo sind Sie hin? Harry. Zu ihr. Wenn Sie noch einen Moment Geduld haben, ja, bitte. Hofgarten, Ludwigstraße, Kaufingerstraße, Bahnhof gegessen, dann wieder Hofgarten, Theatinerstraße und Rathaus. So. Ja. Sie wissen ja ganz schön Bescheid. Ja, notgedrungen. Er ist einer meiner Tüchtigsten. Mhm. Naja, also wenn sie nicht hier ist, dann gehe ich halt wieder. Ist wirklich zu blöd. Wo ist denn übrigens das Zimmer von dem? Von dem Tschechen? Da. In dem Loch lebt er. Naja, hätte ja gleich beim Vater bleiben können. Ja, es ist doch mal ganz gut, nach dem Rechten zu sehen, nicht wahr, Frau Schubelik? Das müssen Sie schon mir überlassen. Ah, ist ja nur eine Wurstsorte. Na und? Seit es einen Wohlstand gibt, ist keiner mehr zufrieden. 1945. Ja, 1945. Dass da keiner mehr was von wissen will. Nein. Ja, komm, sei doch nicht so gierig. Erzähl lieber, was du erlebt hast.
Ja, also ich glaube, dass da noch mehr als nur das Saufen gewesen sein muss. Und zwar etwas mit Frauen. Der Klenze hat so eine Andeutung gemacht. So groß. Ja, wenn der was sagt, hat es mit Andeutung nicht viel zu tun. So fein ist er nicht. Aber diesmal war er ziemlich indirekt. Er hat gemeint, das Saufen war nur Nebensache. Ach, das ist doch nur Angabe. Aber dass das ein Scharfer ist, den Eindruck habe ich auch. Oh, jedenfalls wäre da gestern Abend was gewesen. Also so viel habe ich herausgehört. Ja, die Frau Klenze sagt auch, ihr Mann war bei Schubelig. Und Kleinschmidt sagt, er hat das Mädchen zu Hause gesehen. Hinter der hell erleuchteten Scheibe in der Wohnstube. Dann hat doch der alte Schubelig seine Saufbrüder mitgebracht. Den Pöhlich und den Klenze. Wenn die mal nicht über die kleine Schubelig hergefallen sind, den Alten stumm gemacht haben, das könnte es doch sein. Das lebt sich. So gut möchte ich es auch mal haben. Na, mach schon. Ich hab Hunger. Was brauchst du denn, den Stock? Denn den nimmst du doch immer nur, um mich zu ärgern. Gehst nämlich ganz gut auch so. Du spinnst wohl. Den Pöhlich haben sie abgeholt. Den Pöhlich? Die Sache ging also von Klenze aus. Ja, das war seine Idee. Immer wieder hat er davon angefangen. Und zu Schubelig hat er gesagt, Mensch, dieses Mädel. Na und, was war mit dem Mädel? Na ja, wie die sich so herausgewachsen hatte. War doch bisher immer so ein Kind. Und jetzt plötzlich diese Figur. Er hat halt so herumgequatscht. Und zu Schubelig hat er gesagt. Ja. Gib mir den. Lass mich doch mal mit dir. Und das haben Sie so am Wirtshaustisch besprochen? Ja, also wie gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Ich habe mich da rausgehalten. Was hat denn der Schubelig gesagt? Der? Der wollte das nicht. Der hat Nein gesagt. Aber gestern plötzlich, vielleicht hat er sich geärgert über die Inge. Und Sie meinen, da hat er Ja gesagt? Schauen Sie, das müssen Sie so sehen. Die Inge war doch die ganze Zeit weg. Die hat sich doch mit diesen Tschechen da herumgetrieben. Und da hat der Klenze gesagt, Mensch, Schubelig, wenn sie mit dem, dann... Ich verstehe. Und Schubelig war einverstanden? So halb und halb. Was heißt halb und halb? Ja, ich hab gesagt, wenn du Inge rumkriegst, und das braucht man dem natürlich nicht zweimal sagen, der hat nur gelacht und hat gesagt, und wie ich die rumkriege. Und Schubelig hat gesagt, wenn Inge nicht will, dann ist nichts Grenze. Und ich habe gesagt, Menschenskinder, das könnt ihr doch nicht machen. Aber mitgegangen sind sie. Na ja, nur ganz kurz, höchstens 10 Minuten und dann bin ich weg. 10 Minuten. Und? Was war denn in den 10 Minuten? Da ist Inge aufgewacht. Der Kenzi hat ja so herumgebrüllt. Er hat gesagt, sie soll an den Tisch kommen, aber Inge wollte nicht. Und da hat Schubelig gesagt, wenn ich sage, du stehst auf und kommst an den Tisch, dann kommst du. Ja, und dann ist sie aus dem Bett raus. Und ich bin gegangen. Warum sind Sie gegangen? Weil ich Angst hatte. Ich habe mir gleich gedacht, da kommt nichts Gutes raus bei. Und das sollen wir Ihnen glauben? 10 Minuten und dann weg? Ich habe einen Zeugen dafür. Ach, interessant. Einen Zeugen. Na ja, wissen Sie, ich bin dann zu Irma Klenze rübergegangen und habe ihr gesagt, dass ihr Mann die kleine Schubelig dran nehmen will. Und weiter? Sie kann das bezeugen. Was hat denn da Frau Klenze gesagt? Sie hat nur gemeint, mit wem Klenze was macht, ist mir doch egal. Vielen Dank. Ari. Bin ich fertig? Ja, ich hoffe es. Warum erzählt uns eigentlich das Mädchen nichts? Ja, genau. Sie hat doch genug gesehen und erfahren. Sie könnte doch reden, ohne sich zu genieren. Aber sie sagt nichts. Sie sagt, sie hat bei ihrem Tschechen übernachtet. Ja, da hätte ich 3 Theorien. Ja, bitte. Erstens. Klenze hat sich die kleine Schubelig nehmen wollen.
Ja, ja, doch. Ja, kommen Sie ruhig rein. Versuchen Sie es mal, den kann ich nicht. Ja, das überlasse ich Ihnen. Moment noch, bitte. Chef, die Kleine sitzt da. 2 Minuten noch. Aber der Tschech ist auch mit. Nein, den brauche ich nicht. Eine Person hast du gar nicht erwähnt. Ja, ich weiß, den Sohn von Kleinschmidt. Aber ich weiß auch nicht, wo ich den hintun soll. Ja, der Junge ist doch scharf auf die Inge. Vielleicht liebt er sie sogar. Aber er weiß ganz genau, dass der betrunkene Klenze in Schubeliks Wohnung war, in der das Mädel schlief. Tja, der käme natürlich auch in Frage. Naja, wir wissen eben immer noch zu wenig. Aber wir haben ja jemanden, der es ganz genau weiß. Kommen Sie rein, bitte. Sie bleiben hier. Aber Sie brauchen Hilfe. Nein, nein. Dann nehmen Sie Platz. Danke. Sorry, Bernchen, das muss heute noch raus. Alte Debrunner Brot weg. Aha, ja. Möchten Sie was trinken? Danke, nein. Darf ich? Ja, aber bitteschön. Danke. Sehen Sie mal den Kleinen, ne? Süß, was? Tja. Blas, also mitgekommen. Ja. Wieso, hat er Angst? Um Sie? Ich bleib. So, warum? Wenn Sie nichts getan haben, brauchen Sie doch keine Angst zu haben. Sie haben also zu Hause geschlafen und Ihr Vater ist gekommen und hat Pöhlich und Klenze mitgenommen. Nein, nein. Ich war nicht zu Hause. Aber Pöhlich hat das längst gestanden, dass Sie zu Hause waren. Und auch Kleinschmidt von nebenan hat es gesehen. Na, kommen Sie. Setzen Sie sich. Warum sagen Sie mir nicht die Wahrheit? Was Klenze von Ihnen wollte, das wissen wir. Warum sagen Sie mir nicht, was wirklich passiert ist? Wir sind doch ganz alleine hier. Und ich muss in dieser Sache endlich Klarheit haben. Ja, natürlich. Ich weiß doch, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. Ich kenne doch die Verhältnisse, unter denen Sie leiden. Der Vater ist ständig betrunken und die Mutter ist weggegangen, hat sie allein gelassen und hat Ihnen dadurch natürlich jeden Halt genommen. Ich weiß das alles und weiß auch, wie schwer das ist für ein heranwachsendes Mädchen. Das kann es gar nicht verkraften. Sie wollen also nicht aussagen, wie ich sehe. Sie werden ja wohl Ihren Grund haben. Nur muss ich eben diesen Grund suchen. Danke. Sie können gehen. Ja, was soll ich machen? Ich kann doch nicht immer dasselbe fragen. Stundenlang, so viel Zeit habe ich gar nicht. Was ist? Lassen Sie ruhig offen. Ja. Fertig? Dann komm. Das ging ja ziemlich schnell. Hier war es nicht rein. Natürlich nur eine Vermutung. Jedenfalls hat sie nichts gesagt. Ich glaube, das Mädchen schützt irgendjemanden. Dann haben sie mich zu dritt in die Zange genommen. Was sollte ich denn machen? Spitzenlose! Was hast du gesagt, du verdammter Hund, du? Hey, 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 hey! Lassen Sie den Mann los. Was wollen Sie denn? Sie müssen sich mal abgewöhnen, Klenze zu glauben, dass alle Leute vor Ihnen Angst haben. Bloß weil Sie Nägel mit den Fingern aus der Wand ziehen können. Der will mich wohl auf den Arm nehmen, ne? Wollen Sie mich fertig machen? Oder? Lassen wir es mal darauf ankommen. Warum nicht? Spaßeshalber. Von mir aus. Nochmal? Spaßeshalber? Spucken Sie schon aus. Sie waren gestern Abend in der Wohnung von Schubeleg. So,
Darüber gibt es klare Aussagen, nicht nur von Pölich. Von wem denn? Hat die Kleine gequatscht? Wir wissen, dass sie in der Wohnung war. Und dass sie mit Schublik über eine, na sagen wir mal, nicht ganz feine Sache gesprochen haben. Du auf die Tour, gib mir die Inge, lass mich doch mal mit dem Mädchen. Na und? Wenn Mama einen getrunken hat, dann quatscht man eine ganze Menge. Glauben Sie vielleicht, da ist etwas gewesen? Nichts ist gewesen. Mit der war ja nichts anzufangen, mit der dummen Zicke. Und außerdem... Was außerdem? Ja, der Nachbar. Der hat Lärm geschlagen. Was, der Kleinschmidt? Ja. Wie denn? Er klopfte wie ein Verrückter an die Scheibe. Und hat der Schubelig gesagt, besser du haust Abglänze. Und weg bin ich. Wenn Sie schon gemerkt haben, da nebenan ist was los und die kleine Schubelig ist in Gefahr, dann können Sie mir doch nicht erzählen, Sie haben nichts unternommen. Ich habe zwar gesehen und gehört, dass da was los war, war ja nichts Neues. Gesaufe und Gebrüll kennen wir ja. Aber wir haben nur gedacht, das arme Mädchen. Hm. Etwas unternommen, dem armen Mädchen zu helfen, haben Sie nichts? Bei den Schlägern? Ja. Ist ihm inzwischen was eingefallen? Ach. Er war nämlich gestern Nacht drüben, hat an die Scheibe geklopft. Na ja, also das habe ich schon. Ich habe an die Scheibe geklopft. Da werden Sie doch auch reingeguckt haben. Sicher. Der Klenze, der hat die Inge gepackt und dieser versoffene Kerl, der Schuh belegt, der konnte sich kaum auf den Beinen halten. Der hat nur gelacht. Ja, und als sie klopften? Hat der Inge losgelassen. Und dann? Was ist denn? Der Klenze rannte raus, wollte mich erwischen und dann bin ich rein bei uns und hab abgeschlossen. Und was hat Klenze dann gemacht? Weiß ich doch nicht. Ich denk mir halt... Der hat seine Wut an dem Alten ausgelassen. Herr Chef. Sag mal. Ach, lass mich nur machen, Vater. Ich hätte nichts mit Angst zu tun bekommen. Sag Klenze am besten, ist du haust ab. Und Klenze natürlich nichts wie raus. Und der Arnim hat dann etwa den Alten umgebracht? Na, hör mal. Wieso, weißt du es besser? Ach, kommen Sie doch bitte mal, ja? Wer, ich? Ja. Sagen Sie, was halten Sie eigentlich von dem Tschechen, dem Blaha? Was ich von dem halte? Ja. Ja, Frau Klenze und ebenso die eigene Mutter haben nämlich ausgesagt, dass die kleine Inge etwas mit ihm hätte. Oh, was soll denn der Blödsinn? Wer redet denn so einen Quatsch? Ja, dann sagen Sie mir doch bitte mal, was für eine Beziehung ist denn nicht zwischen den beiden? Ne? Das weiß ich doch nicht. Sie haben also ans Fenster geklopft und haben sich bemerkbar gemacht und dann sind Sie wieder zurückgegangen. Sie haben sich gar nicht mehr um den Nachbarn gekümmert. Nein. Ja, ich sehe, Ihr Vater macht sich Sorgen um Sie. Also bitte gehen Sie. Robert? Ja? Pass auf, du machst jetzt Folgendes. Was wollte er denn? Keine Ahnung. Hast du was gesagt? Bist du bescheuert? Wo gehen die jetzt hin? Ja? Ach, Sie sind's nochmal. Guten Tag, Frau Klenze. Kommissar Keller hat noch ein paar Fragen an Sie. Ja, es tut mir leid, aber die Geschichte ist doch sehr hartnäckig. Bitte behalten Sie doch Platz. Wie geht's denn dem Bein? Ja, es muss ja so. Wollen Sie bitte Platz nehmen? Danke schön, ja. Frau Klenze, was wir inzwischen wissen, ist, dass Willi Pölich zu Ihnen herübergelaufen kam und sagte, der Klenze macht sich an den kleinen Schubelig heran. Und das hat der Pölich gesagt? Ja. Schön, wenn er es gesagt hat. Ja, und Sie hätten etwa in der Art geäußert, ja, was soll er doch machen, was er lustig ist. Was geht's mich an? Geht's mich was an? Wie lange kennen Sie die kleine Schubelig? Oh, ungefähr 10 Jahre, da war die noch ein Kind. Ah ja, ich verstehe. Darf ich mich setzen, Frau Klenze? Ihr Mann macht sich an die kleine Schubelig heran, die ja auch immer noch ein Kind ist. Und Sie sagen so einfach, was geht's mich an?
Man hat sie mir als eine ehrliche Frau beschrieben. Jetzt möchte ich aber auch gerne eine ehrliche Antwort haben. Also, was haben Sie gemacht? Ach, gemacht. Was soll ich gemacht haben? Ja, Sie hätten vielleicht die Polizei anrufen können. Die Polizei? Ja. Aber Sie haben den Tschechen angerufen. Wieso den? Der hat ja gar kein Telefon. Und welcher von Ihren Bekannten hat Telefon? Die Martha Schubelig, Inges Mutter. Mhm. Und die habe ich angerufen. Das war ja wohl das Naheliegendste. Ich habe ihr gesagt, die machen sich an dein Kind dran. Und wie hat sie reagiert? Ich wüsste, wie spät es wäre. Also, Chef, leider. Im Lokal waren sie nicht mehr. Naja, was soll ich da machen? Na, das trifft sich ja. Hören Sie mal zu. 3 Uhr war es, ich habe mir ein Taxi genommen. Da bin ich hereingegangen. Kann man da mal rein? Bitte. Sperr. Bitte. Die Inge saß hier und war völlig durcheinander. Die Saufkelle waren schon weg. Tisch standen lauter Flaschen. Er war da. Er lag da im Bett und schnarchte. Ich sagte, geh raus, Inge, los raus. Und dann habe ich versucht, ihn wach zu kriegen. Es war nicht möglich. Da packte mich die Wut. Ich nahm das Kissen und... Das war's. Und dann? Bin ich rausgegangen. Inge hat mich gefragt, was war denn? Nichts. Habe ich gesagt. Bitte, Frau Schubelig.